ein verschlafenes Nest. Zu Füßen des gleichnamigen Berges liegt das Dörfchen Bügarasch in Südwestfrankreich. Und doch ist die 200-Seelen-Gemeinde in den Pyrenäen für viele Esoteriker der wichtigste Ort der Welt. Sie halten den gut 1200 Meter hohen Berg für den einzig sicheren Ort, wenn am 21. Dezember die Welt untergehen soll, so wie manche es aus dem Maya-Kalender lesen. Der Bürgermeister fürchtet einen Ansturm von UFO-Jüngern. Er hat sich schon hilfesuchend an die Regierung im fernen Paris gewandt. Wenn wir uns nicht gut auf dieses Ereignis vorbereiten, laufen wir Gefahr, am 21. von tausenden Leuten überrannt zu werden. Es droht Anarchie und wir könnten dem nicht Herr werden. Zudem, wenn die Leute dann noch im Dezember auf den Berg steigen wollen, ist das sehr gefährlich. Es könnte sogar Tote geben. Die Fremdenzimmer in der Region sind schon ausgebucht, doch noch hält sich der Ansturm in Grenzen. Bei aller Skepsis gegenüber der angeblich bevorstehenden Apokalypse berichten aber auch Dorfbewohner von mysteriösen Phänomenen in der Region. Ich habe schon unerklärliche Sachen erlebt, aber Bügarasch hat da kein Monopol drauf. Wir müssen aufwachen. Es gibt überall in der Welt Dinge, die wir nicht verstehen. Der Besitzer des Dorfladens kann gleich auf eine ganze Sammlung seltsamer Bilder und Videos verweisen, die in der Gegend aufgenommen wurden und fliegende Objekte zeigen. Vor 2 Jahren hat der Bürgermeister eine interministerielle Arbeitsgruppe gegen Sekten in Paris zu Rate gezogen. Seitdem seien überall militärische Kontrollposten eingerichtet worden, sagt der Ladenbesitzer. Die Gegend sei voller Männer in Tarnanzügen. Und so schießen Spekulationen wie Pilze aus dem Boden, dass das Militär vielleicht mehr weiß, als es zugeben will. Offiziellen Angaben zufolge sind die Straßen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die meisten Dorfbewohner warten jetzt nur darauf, dass sich der Rummel am 22. Dezember endlich legt. Wenn es einen 22. Dezember geben sollte.